Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar spielen wir heute Ostwind das Spiel. Ich habe gerade die Einführung in das Spiel gemacht, also quasi die Basics, wie man reitet und so. Die habe ich für euch aber jetzt nicht mitgefilmt. Erstmal habe ich vergessen, den Start zu klicken. Und zweitens ist es eh unwichtig, weil gleiche Lenkung wie bei SSO. Deswegen fangen wir jetzt mit den Quests an und wir müssen erst mit den... Genau. Ja. Genau. Okay, wir nehmen die harte Büste. Genau, also wir müssen jetzt erst den Bürsten, wir sind gerade reiten gegangen. Also wir haben gerade so die Basics beim Reiten gelernt und deswegen ist er jetzt dreckig und deswegen müssen wir ihn jetzt bürsten. Hallo, kann ich die Kamera bitte sehen? So. Nimm die weiche Bürste. Vorsichtig, das ist eine empfindliche Stelle. Pferde sind da nicht empfindlich, chill mal. Eine ganz normale Stelle. Und kein Pferd bürstet man bei der Nase, beziehungsweise bei den Nüstern. Alter, dauert das lange. Kann ich dann bitte... Ich würde sagen, ich spule das mal vor für euch und wir sehen uns gleich wieder beim Reiten. Du solltest mit Ostwind ausreiten. Sehr gut, okay. Wir sind jetzt fertig und gehen jetzt ausreiten. Tschüssi, ich gehe ausreiten. Okay, let's go. Es ist, Reiten ist eigentlich wie ein SSO mit WASD-Lenkung. Hier, wo kann ich ausreiten? Ah, ich habe hier eine Quest. Na, Mika. Total gut. Und Ostwind sieht auch wieder richtig glücklich aus. Ohne dich war er manchmal schon ein bisschen traurig. Unsere Verbindung ist halt was ganz Besonderes. Lust auf einen kleinen Ausritt? Na klar, ich kann's kaum erwarten. Na dann los. Ich habe euch eine Strecke zum Aufwärmen abgesteckt. Ich habe dir ein paar interessante Stellen in der Umgebung markiert, Mika. Okay, wir müssen jetzt ausreiten gehen. Ich bin mega, mega gespannt. Man kann auch sprinten, damit man schneller ist. Und ich freue mich, Alter, diese Musik, Leute, diesen... Oh, ich liebe es. Let's go! In Zeitrennen müssen wir eine Reihe von Wegpunkten ableiten. Manchmal... Jetzt gerade sind wir gesprintet, genau. Oh, ich habe gerade gedacht... Oh, kacke. Ich habe gerade gedacht, dass ich den Punkt verpasst habe. Noch hundertprozentig klappt es nicht mit der Lenkung, aber ich glaube, das wird schon. Oh, wo geht's hin? Ah, da runter. Kacke. Ich bin voll schlecht. Nein. Oh mein Gott. Okay, der Sprung war eigentlich ganz easy. Mann, warum... Alter, warum ist es hier so eng? Ich kann nicht gescheit lenken und sprinten. Aus dem Ausdauer ist der Chef. Für enge Kurven müssen wir ein bisschen abbremsen. Weiter geht's. Sehr gut. Okay. Wo geht's hin? Ah, da. Ich reite schon, er hat keine Ausdauer mehr. Ich reite eh schon so schnell. Also die Umgebung hier will ich gern mal ohne Rennen erkunden. Geht das auch? Bin ich sicher. Okay. Und Sprint ins Ziel. Wuhu! Schon zurück? Du findest dich also immer noch gut zurecht in der Gegend. Ja. Weiter so. Ja. Ich liebe die Ostwind-Musik, die ist so geil. Gut, wir sind jetzt wieder back und Tinker hat wieder für uns eine Aufgabe. Hallo Mika.
Rebecca, ich finde es super, dass du wieder hier bist. Ich freue mich auch. Hast du vielleicht Sam gesehen? Ich wollte ihn eigentlich begrüßen. Nein, ich weiß auch nicht, wo er steckt. Aber wenn er die Stelle nicht ausgemistet hat, bevor Frau Kaltenbach zurück ist, dann bekommt er echt Probleme. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Er ist vorher mit seinem Traktor losgefahren. Okay, dann nehme ich jetzt Ostwind und mach mich mal auf die Suche nach der Schlafmütze. Ich habe dir Sams Lieblingsplatz markiert. Dort müsst... Okay, let's go. Bei Verfolgungen musst du so nah wie möglich an den Verfolgten herankommen und kurz in seiner Nähe bleiben. Okay. Dann reiten wir jetzt zu Sam. Ich weiß nicht, wer Austin den Film gesehen hat. Beim aber Suchen ja. müssen wir alle Objekte finden, die in dem markierten Gebiet versteckt sind. Das Suchgebiet wird sowohl auf der Landkarte als auch in der Spielwelt angezeigt. Also das, was orange markiert ist, ist der Suchbereich. Wir können sogar nur im Trab reiten, voll cool. Und wir müssen nach dem Lieblingsplatz von Sam suchen. Wir müssen jetzt selbst hier erkunden, das finde ich voll cool. Da hinten ist der Lieblingsplatz bei T. Hä? Ach so. Da steht eigentlich T für Traktor, aber wo ist der Traktor? Bin ich irgendwie blind? Da steht T für Traktor. Kann sein, dass ich irgendwie komplett blind bin. Da steht doch T für Traktor. Hier steht T. Kann ich hier raus? Okay, nee. Ich sollte lieber zurück in das markierte Gebiet reiten. Da steht doch T für Traktor, aber da ist nichts. Wie kann ich denn die Karte öffnen? Hier. Da steht T für Traktor, aber da ist kein Traktor. Ist er vielleicht im Himmel? Hä? Irgendwie blind? Kann ich mal mehr springen, wir müssen ganz nah dran sein. Ach so. Ah, da oben. Oh mein Gott, bin ich blind. Das T ist dann für was anderes. Das war knapp. Sam war noch rechtzeitig zurück und Frau Kaltenbach hat nichts gemerkt. Alter, ich bin so blind. Ich dachte, der ist dort beim Reitplatz. Was denn, hat Level 2 erreicht? Diese Musik, oh mein Gott, I love it. Ostwind hat 4 Fähigkeiten, die seine Leistung beeinflussen. Geschwindigkeit, Ausdauer, Beweglichkeit und wieder schneller reiten wollen, sollten wir Geschwindigkeit steigern. Und Ausdauer, wenn wir länger springen, um engere Kurven zu leisten, viele Fähigkeitspunkte. Um einen Fähigkeitspunkt zu verteilen, können wir das mit unserer Wahl nicht zufrieden. Keine Sorge, wir können keine falsche Wahl treffen. Wir nehmen Geschwindigkeit. Annehmen. Ja Leute, ich würde sagen, das war's erstmal mit diesem Video. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!